Hallöchen, ihr Lieben. Es ist Mittwoch und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ja, ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Tag gehabt. Bei uns ging es so. Also. Ich habe ein bisschen mit Isi gekuschelt. Isabel hat heute Physik geschrieben und was noch? Nur Physik. Okay, Isabel hat heute Physik geschrieben. Ja, und ich, ganz normaler Tag halt, ne? Heute kommt, denke ich mal, kein so regulärer Vlog, wo ich dann was putze oder backe, koche, wie auch immer. Ich will euch heute nicht mehr unbedingt damit langweilen, wie ich wieder mal durchsaugen muss hier. Ja, ich werde heute, wie schon eigentlich längst geplant, euch meine Backutensilien zeigen. Alles, was ich, oder fast alles, was ich habe, um zu backen. Egal was, ob Brot backen oder Kekse oder Kuchen, Auflauf, alles Mögliche, alles, was mit Backen zu tun hat, das zeige ich euch. Isabel, wir haben was jetzt nicht rausgeholt, haben wir was vergessen. Steht da oben auf dem Kühlschrank, das musst du mir auch gleich runterholen. Den muss ich auch unbedingt zeigen. Genau. Isabel holt mir noch ein paar Sachen zusätzlich. Ich habe jetzt den ganzen Tisch hier voll, aber zuallererst, wie jeden Tag, machen wir natürlich den hier auf. Was haben wir heute? Den 9. Mal gucken, was heute drin ist. Ja, was soll denn jetzt bitte auch sein? Ich zeige euch, ne? Wie hat mich Tanja mal genannt? Heute gibt es Dill. Ich freue mich. Schön. Der kommt jetzt auch hier in mein schönes Körbchen. Ja, und wir stehen hier schon mal genau richtig. Ich fange jetzt nämlich an. Ich zeige euch, was ich in meiner Küche habe, um zu backen. Natürlich ganz normal Backofen, ne? Den habt ihr schon ganz oft gesehen. Den muss ich auch mal wieder endlich dringend sauber machen. Dann habe ich meine Bertha. Ne, ja. Die kennt ihr natürlich auch alle. Warum die Bertha heißt? Warum heißt sie eigentlich Bertha? Haben wir einfach so genannt, ne? B wie Bosch, aber wir wollten dann jetzt was anderes sagen, ne? Und dann, das ist jetzt meine Bertha und mir hier fliegt, oh Mann, das ist jetzt meine Bertha. Und für die Bertha habe ich natürlich diverse Besen, also Schneebesen, Rührer und so. Ne? Also sind jetzt hier unterschiedliche, einmal der, dann ein richtiger Schneebesen für Sahne, dann der schwerere Teige, dann der Flexi und natürlich die ganzen Scheiben zum Schneiden, Zerkleinern, Raspeln und der Spritzschutz. Und ich habe für die Bertha natürlich noch zwei zusätzliche Schüsseln mir gekauft, weil eine Schüssel reicht nicht aus. Und dann habe ich jetzt auch hier in der Ecke meine Waage. Wir haben jetzt so viel gebacken, dass die nicht mehr so taufrisch aussieht. Die muss man eigentlich alles wieder sauber machen. Ich habe mal früher eine ganz alte Waage gehabt, und zwar diese hier. Ne, die funktioniert auch noch, aber ich habe mir irgendwann mal die andere gekauft. Ja, den Backofen zeige ich euch jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich zeige euch einfach mal, was ich hier alles auf dem Tisch stehen habe. So, und ich hoffe, ihr könnt mich jetzt alle gut hören und sehen. Ich denke, ja. Ihr steht jetzt eigentlich nur am anderen Ende vom Tisch. Oh, mir ist vorhin gerade was runtergefallen. Ja, ich zeige euch als erstes die ganz alten Sachen. Die habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Habe ich ja irgendwann mal in einem Video, wo ich Waffeln mache, erwähnt, dass ich ein Waffeleisen habe, das Clownsgesicht hat. Das Ding sieht wirklich sehr, sehr alt aus. Ist es auch. Das habe ich gekauft, da war Manuel ein Jahr alt. Hier, das hat tatsächlich ein Clownsgesicht. Das heißt, die Waffeln, die da rauskommen, wenn ich die mache, haben ein Clownsgesicht. So, das habe ich jetzt weggeräumt. Ich packe erstmal alles da auf die Arbeitsplatte. Dann habe ich ein natürlich ganz normales Waffeleisen, zwar dieses hier, das ist so eine einzelne Platte, und eins vor gar nicht so langer Zeit gekriegt,
stand bei meiner Mama schon einfach länger auf dem Schrank, hat sie gar nicht gebraucht. Meinte sie, ja, nimm doch einfach mal mit. So einen doppelten Waffeleisen. Den habe ich auch. Und dann habe ich mir bei Lidl, glaube ich, Silvercrest, genau, Lidl, irgendwann mal vor ein paar Jahren noch dieses Schätzchen hier geholt. Und ich habe tatsächlich auch schon was damit gemacht. Diese Nüsschen habe ich schon mal gemacht und auch mal die Waffeln. Wird eigentlich wieder Zeit, dass ich mal Waffeln mache, ne? Machen wir demnächst auf jeden Fall wieder. Vielleicht auch wieder diese viereckigen. Ja, und dann habe ich noch eine Sache, die auch ganz, ganz alt ist. Da war Christian schon da und das war auch wieder vor Weihnachtszeit und die Jungs wollten Kekse backen. Und ich hatte damals so ganz simple, vielleicht 3-4 Stück, ganz einfache Plätzchen, Ausstechförmchen wie Stern und so. Und das, ja, fanden die Jungs zu langweilig. War das überhaupt Weihnachtszeit? Nee, ich glaube, die habe ich gar nicht zur Weihnachtszeit, sondern so zwischendurch gekauft. Und zwar, guckt euch die an. Seht ihr, was für Formen das sind? Da ist ein Flugzeug, ein Segelboot, ein Auto, ein LKW. Dann haben wir hier ein Motorrad, in der Mitte ist ein Hubschrauber. Also, das ist, ja, das sind eben ganz besondere Ausstechförmchen. Und die habe ich wirklich ganz, ganz viel benutzt. Also die habe ich das ganze Jahr über, backe ich ja gerne was, ne, auch Kekse. Und das habe ich für meine Jungs, die waren begeistert. Anmalen, also richtig einfach mal ein Plätzchen Teig mitten im Sommer, hatten meine Kinder selbstgebackene, schöne Kekse immer gehabt. Muss ich mal wieder machen. Das ist schon so lange her, dass ich die mal rausgeholt habe. Ja, dann habe ich irgendwann mal bei Chibo, glaube ich, gekauft. Ja, einfach mal auch, um auf die Torte zum Beispiel Buchstaben zu machen oder so. Oder hier sind alle möglichen Sachen wie Delfin und Pferdchen, Teddy, Glocke, Buchstaben, Schmetterlinge und so weiter. Diese 50 Stück hier, da sieht man auch Hund und alles, ne? Hase, Elefant, Kätzchen, Schweinchen und so weiter. Diese Ausstechformen habe ich irgendwann mal gekauft. Die sind eigentlich an sich auch ganz gut, ne? Also solche einfachen, wie diese Nikolausstiefel zum Beispiel, ist aus der Packung, ist sehr gut. Was nicht ganz so gut ist, sind Sachen, wo, ich sag mal, solche kleinen, aber das ist bei allen Förmchen so, solche kleinen Ecken gibt es, ne? So wie jetzt hier der Schneemann mit hier die Hand an der Seite, oder ist das Schal? Das ist der Schal. Ja, und dieser Schalteil, ne, der bleibt immer hängen, der Teig, ne? Aber ansonsten sind die wirklich sehr gut. Ich glaube, die gibt es auch nirgends mehr. Das ist, wie gesagt, auch schon sehr, sehr lange. Die sind mindestens 16, 17 Jahre alt, diese Ausstechförmchen. Ja, und dann, Moment, kamen natürlich im Laufe der Jahre immer mehr Sachen dazu. Irgendwann mal, habe ich euch ja erzählt, habe ich getuppert. Und da habe ich mir natürlich von Tupper so einiges zugelegt. Und zwar, das sind jetzt meine Ultras, ne? Also das ist die große Auflaufform, obwohl es gibt noch eine größere, die ist tiefer, neuer, also die habe ich jetzt nicht. Ne, auf jeden Fall, da werden bis jetzt fast alle meine Aufläufe drin gemacht. Und dann habt ihr gesehen, Brot. Ich backe ganz oft Brot selber und die Brote, egal was für welche, mache ich immer hier drinnen. Das ist dann jetzt ein 3,7 Liter Ultra. Dann habe ich einen flacheren Ultra, das ist der 2,1 Liter Ultra.
Und dann habe ich natürlich auch die Kastenform. Da mache ich Brot, wenn es dann nicht ganz so groß ist. Ich glaube, ich muss heute Brot backen. Ja, das hat 1,8 und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich mache da immer gerne auch mal Hackbraten, ne? Dann passt genau rein, so ein bisschen mehr als ein Kilo Hack rein. Und dann habe ich tatsächlich nicht immer meine Bertha gehabt, die ist gerade mal 2 Jahre alt. Ich habe natürlich auch einen ganz normalen Sippenblend, auch von Bosch, fällt mir gerade ein. Handmixer mit diversen Schneebesen, Rührhacken und so weiter. Der wird immer noch sehr gerne benutzt, vor allem auch von Isabel. Und dann auch wieder Tupperware, aber wirklich, wenn ich von was überzeugt bin, dann ist das Tupperware, Nicer Dicer. Und obwohl, ja, den habe ich jetzt euch nicht rausgeholt. Dieses hier. Ich habe alle Chefs von Tupperware, aber dieser hier hat wirklich was mit Backen zu tun. Und zwar da drinnen kann ich Schlagsahne viel, viel schneller backen, machen, steif schlagen, als mit einem Handrührer. Ne? Meistens ist das so, weil das Ding steht schon immer fertig zusammengebaut, entweder auf dem Kühlschrank oder da im Schrank. Und normalerweise bin ich schneller fertig mit dem Teil Schlagsahne zu machen, als wenn jemand andere den Handmixer zusammengebaut hat. Das geht wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Damit habe ich mache ich immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Letzte Woche habe ich für Isabels Geburtstag zum allerersten Mal Schlagsahne in der Bertha gemacht. Ansonsten nehme ich immer dieses Teil. Der heißt Speedy. Ja, und dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Backvorbereitungen. Oh nee, zeige ich jetzt euch noch was. Seit einiger Zeit, seit ein paar Monaten, habe ich jetzt so eine schicke Backmatte. Habt ihr auch gestern im Video gesehen. Da drauf rolle ich den Teig aus, für die Plätzchen und so weiter. Und für die Bleche habe ich mehrere davon. Das sind Dauerbackfolien. Ich benutze zwar auch ganz oft normales Backpapier, aber auch zwischendurch mal die hier. Das ist so eine Dauerbackfolie, davon habe ich ein paar. Ist hier hinten noch welche? Nö. Ja, dann habe ich natürlich ganz normale Backformen. Ne? Davon habe ich jede Menge. Jetzt habe ich gar nicht die goldene. Nee, doch, die goldene ist auch hier. Davon habe ich tatsächlich jede Menge in verschiedenen Größen. Ne? Es sind mal 24, dann sind welche hier zum Beispiel so eine ganz kleine. Da habe ich jetzt Isabels Kuchen gebacken zum Geburtstag. Bei der hier, die habe ich von Aldi. Gibt es dann so einen Deckel noch mit bei. Ist auch sehr praktisch. Und dann habe ich natürlich die Google-Hupf Backform. Ne? Die ist auch sehr gut. Von hier ist die sich ein bisschen höher, die ist ein bisschen flacher. Das habe ich eigentlich für den Instant Pot gekauft. Man kann auch im Instant Pot backen, genau. Instant Pot und Tefal, beide Küchenmaschinen sind dafür geeignet, drin zu backen. Ja, dann habe ich natürlich auch so, gar nicht so lange her, so eine Tartform oder so Obstboden kann man da drin auch machen. Super praktisch und schön. Dann habe ich seit neuestem, habe ich euch vor ein paar Wochen erst gezeigt, ne, diese quadratische Backform, wovon ich sehr, sehr, sehr begeistert bin. Dann habe ich so eine Königskuchenform oder Kastenform. Davon habe ich noch ein paar andere, aber das ist jetzt die neuere. Dazu gab es auch mit diesem zum Tragen Kuchenbehälter, ne? Der ist aber nicht jetzt hier. Dann habe ich natürlich auch so ein Blech, auch mit so einem Deckel, ne? So einer. Kann man sehr gut Blechkuchen machen und dann gleich drinnen lassen und transportieren. Das Ding habe ich auch, ist aber auch schon sehr alt. Okay, sehr alt ist übertrieben, ich denke mal so 3 Jahre. Das ist ein bisschen höheres Blech, aber als Springform. Also das gefällt mir sehr gut daran, dass es das Springform ist.
Dann habe ich auch ein bisschen was aus Silikon. Und zwar von Aldi. Diese hier, die sind so schön und das klappt wirklich sehr gut. Ich war bis jetzt immer so, na, eher abgeneigt, was Silikon angeht, aber mit diesen Förmchen klappt es so schön. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit erst so mehrere kleine Küchlein gebacken. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich eine große davon. Ich habe ja jetzt euch gezeigt, ne, ganz normale Kugelhupf, die klassische. Und hier ist das einfach mal eine schönere Form. Ne? Habe ich mir auch gekauft. Dann, was habe ich noch? Ach so, klar, natürlich. Geht nicht ohne in einer großen Familie. Davon habe ich, glaube ich, 3 Stück plus 2, nur 6 Muffins drin. Ne? Das sind so diverse Muffinsförmchen. Und zack, irgendwas liegt unten. Ja, und dann habe ich jetzt aus dem Anbau geholt, das werde ich gleich einfach in die Waschmaschine, wie heißt das Ding? Zauberkasten, Geschirrspüler, so rum. Puh! Das ist jetzt einfach so ein Körbchen, voller Überraschungen. Aber auf jeden Fall sind hier auch von Tupper diverse Silikonformen. Die werde ich jetzt einfach alle auswaschen und nutzen. Ganz ehrlich, die liegen da jetzt rum, habe ich jetzt ein paar Jahre lang nicht genutzt, das werde ich jetzt nachholen. Einfach so eine Form, dann zweimal, weil ich ja, wie gesagt, als Superberaterin, eine gab es in der Tasche, die ich damals gekriegt habe. Das sind diese Obstbodenformen. Dann für die Mikrowelle, Leute, das habe ich tatsächlich ausprobiert und das funktioniert, aber ich glaube, das Ding gibt es gar nicht mehr. Habe ich mir damals gekauft bei Tupper. Damit kann man super Chips backen, aber nur in der Mikrowelle, nicht im Backofen, weil da ja Plastik ist. Ne? Man schneidet einfach mal ganz dünne Scheibchen, Kartoffeln, was auch immer, würzt sie und ich habe jetzt meine Maschine, damit kann ich super diese Scheibchen auch machen, muss nicht per Hand machen oder mit dem Nicer Dicer, geht auch sehr gut. Und dann hier rein und in die Mikrowelle. So, und jetzt kommen wir zu dem, was gerade aktuell ist in diesem Monat, in dieser Zeit, und zwar Weihnachtsplätzchen. Ne? Und dafür habe ich natürlich jede Menge. Ihr habt ja gesehen, da in diese Plastik, ne? Hier sind auch ein paar Weihnachtsausstechförmchen drin. Und dann habe ich mir gerade vor einem Monat ungefähr 30 Stück, die sind jetzt hier in dieser Dose, Ausstechförmchen bestellt gehabt, ne? Also habe ich gestern ja welche auch benutzt, ne? So sieht man das überhaupt nicht. Dieses hier ist wunderschön. Dann, Entschuldigung, diese schöne Weihnachtskugel fand ich einfach nur klasse. Oder das Rentier, ne? Das ist so, so hübsch. Oder dieser Engel. Davon habe ich jetzt hier alle möglichen unterschiedlichsten drin, 30 Stück, ne, dieses Geschenk zum Beispiel. Dann habe ich mir ja neu bestellt gehabt, auch ne, mit zusammen kann man es ja mit diesen Förmchen, die sich hier für Linzer oder für die Doppeldecke halt, ne, die Ausstechförmchen, die sind noch da. Die habe ich. Und dann habe ich natürlich auch schon welche gehabt. Ne, also, nicht mal alles, glaube ich. Ja, ich habe ganz schön viel, ich weiß. Habe ich hier eigentlich noch mehr? Kann sein, dass sogar hier sich noch welche verstecken. Und natürlich habe ich aber nicht nur Weihnachtsmotive. Ne? Ich habe ja Kinder nicht erst dieses Weihnachten, ne, erst, sondern die habe ich schon länger. Und deswegen gibt es zum Beispiel hier. Das ist ein Hasenkopf. Ne, so Ostern. Hier, das ist auch so süß, das ist ein Schaf. So groß, guckt euch, wie riesig das ist. Das ist ein Schaf. Dann habe ich noch so einen Hasen. Ne? Dann habe ich hier so ein großes Schmetterlingchen. Noch ein Hase. Ja, so, noch ein Hase. Und dann habe ich mir irgendwann mal, das ist schon länger her, die hier geholt.
Ich zeige euch gleich, wo sind denn jetzt die anderen? Ja, zeige ich euch. Habe ich irgendwann mal, als die Kinder klein waren und in den Kindergarten und so weiter kamen, habe ich tatsächlich auch mal so Brot ausgestochen damit oder Gemüse und so weiter. Hier, eine Hand, voll süß finde ich, und ein Fuß. Und davon waren verschiedene Größen. Es ist jetzt nicht nur die beiden, es gab auch noch was Größeres. Ne? Die habe ich hier tatsächlich, hier, guckt euch das an. Hier ist eine große Hand. Das habe ich tatsächlich gemacht. Brot ausgestochen und dann halt Sandwiches so gemacht. Ne? Belegte Brote in Form von Hand oder von Fuß. Ja, dann habe ich natürlich auch noch dieses hier. Das ist voll schön, finde ich auch. Dann hier auch noch so eine Glocke. Und ja, Isabel. Ich habe ja ein Mädchen, ne? Und die hatte tatsächlich eine Zeit, wo sie da auf Pferde stand. So ein Pferdchen für sie. Dann gab es bei ein paar Zeitschriften das hier. Ein Einhorn und Prinzessin Lilifee habe ich auch mal hier drin. Dann habe ich ja Musiker in der Familie. Einige, alle haben Musik irgendwann mal gemacht und ich selber ja auch. Habe ich so eine schöne Note. Und dann habe ich mir auch irgendwann mal vor ganz langer Zeit, aber das hat irgendwie nie funktioniert, muss ich mal nochmal probieren. Das sind solche Stempel. Kann man das sehen, ja, ne? Eine Schneeflocke. Sowas. Die drückt man einfach mal auf den Plätzchenteig drauf. Und das soll dann so ein Muster hinterlassen. Und dann, ich probiere das heute aus, wir backen ja gleich noch was. Guckt euch hier so ein Lebkuchenmännchen, ein Sternchen, sind das mehr davon? Ja, hier so ein Mistelzweig. Ja, ich habe hier, wie gesagt, ganz, ganz viele Ausstechförmchen noch. Ja, so ein Huhn zum Beispiel. Hier ist auch noch so ins zum Doppeldecker halt machen, ne? Ja, das ist jetzt alles, okay, nicht alles, das ist jetzt das, was ich euch hier zeigen wollte. Es gibt von jedem natürlich noch mehr, ne? Ich muss mal tatsächlich dringend so, also das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Die habe ich auch. Das ist so eine ganz kleine Kastenform und dann habe ich hier so ein, hat Isabel sich mal gewünscht und der Boden muss irgendwo noch liegen. So eine Springform, so ein ganz kleines Herzchen. Ja, das sind so die wichtigsten, die am häufigsten gebrauchten Backutensilien, die ich habe. Ja, vor allem werden ganz oft die Ultras benutzt und die ganz normalen Springformen. Aber, ups, mein Licht ist ausgegangen. Ja, wie findet das eigentlich? Jetzt bin ich ohne extra Licht da hinten. Ich habe so ein Ringlicht. Neu zum Ausprobieren. Jetzt bin ich ohne diesen Ringlicht. Ich glaube, mit ist besser, ne? Könnt ihr euch in die, äußern in den Kommentaren. Ja, das sind so die häufigsten Sachen, die hier gebraucht werden. Das wollte ich euch schon längst gezeigt haben. Jetzt habe ich das endlich erledigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.